Schöne Tageszeit an alle große und kleine Künstler. Heute beschäftigen wir uns mit Linien, aber einfach nur Linien zu malen ist langweilig und deswegen ziemlich kontraproduktiv. Wir versuchen, eine geometrische Illustration zu schaffen. Meine Bitte an euch, nehmt für den Anfang einfache Formen und ganz, ganz wichtig, nehmt euch Zeit, seid langsam. Wir fangen mit einem Blatt und mit einem Papierflieger. Beide geometrischen Illustrationen habe ich mit verschiedenen Medien gemacht, mit Fineliner und mit Kugelschreiber. Jedes Medium verlangt von euch ein bisschen einen anderen Druck, andere Geschwindigkeit und sogar Reihenfolge. Beachtet das bitte, dass jedes Medium sich ein bisschen anders benimmt. Wir fangen mit dem Blatt an und wir malen mit einem farbigen Stift eine Raute und setzen fast in der Mitte einen Punkt ein. Dann nehme ich meinen Fineliner und gehe diesen Linien nach und versuche nicht aus der Reihe zu tanzen sozusagen. Und weil ich meinen Punkt nicht in der Mitte gesetzt habe, wird meine Linie, die ich mit den Spitzen verbinde, etwas durchgebrochen in der Mitte sein. Dadurch wird mein Blatt ein bisschen voluminöser sein. Jetzt verbinde ich mit ganz vielen kleinen, geraden und parallel verlaufenden Linien meine Mittellinie mit Seitenlinien. Erstmal in eine Richtung und dann in die andere. Dabei ist es gar nicht so wichtig, dass die Linien auf der Mittellinie immer gleichzeitig anfangen. Man kann zum Beispiel eine dazwischen setzen. Und wie ihr seht, klappt es auch bei mir nicht immer alles perfekt. Deswegen sollte auch ich solche Übungen ab und zu mal machen. Und jetzt zu unserem Papierflieger. Ich male einen Dreieck vor. Jetzt nehme ich meinen Kugelschreiber und fahre in Linien nach. Hier lasse ich aber so in etwa fingerbreit einen Abstand. Und verbinde das zu einem nach unten hängenden Dreieck sozusagen. Jetzt machen wir so welche Punkte, damit ihr nicht durcheinander kommt. Punkt 1, Punkt 2 und Punkt 3. Das müsst ihr nicht malen, das ist einfach nur, damit es ein bisschen einfacher wird. Ich verbinde erstmal Punkt 1 mit dem Punkt 3. Und dann Punkt 3 mit dem Punkt 2. Dann male ich an den Seiten schon mal wieder parallele Linien. Dabei versuche ich auf andere Seite, auf einem anderen Flügel, die Richtung fortzusetzen. Dabei kann man so ein bisschen in der Luft malen und dann auf dem Blatt. Versucht aber auch, die Richtung zu wechseln. Weil eine Richtung ist für uns immer bequemer als die andere. Ist ein bisschen Gehirnjogging auch.
Die Linien, die dazwischen sind zwischen den Flügeln, fahre ich nach unten. Damit die Zeichnung ein bisschen 3D-Effekt kriegt. Und hier sehen wir auch eine kleine Fläche. So, für heute sind wir fertig. Bis zum nächsten Mal. Wir haben ganz viel zu tun.